Liebe Zuschauer, heutiges Thema Wasser und Gesundheit. Zu diesem wichtigen Thema habe ich einen Superspezialisten eingeladen, Dr. Karl Probst, der heute sich die Mühe gemacht hat, in die Schweiz zu kommen. Herzlichen Dank. Herr Dr. Probst, Sie haben viele Bücher geschrieben. Alles bei Ihnen dreht sich über natürliche Methoden, die Gesundheit zu erlangen, natürlich gesund zu sein, zu heilen. Und ein Buch ist besonders für mich interessant gewesen, in dem haben Sie hier ein ganzes Kapitel dem Wasser gewidmet, was mich sehr gefreut hat. Und Sie bringen hier Aussagen von entscheidender Bedeutung. Sie sagen zum Beispiel, dass gesundes Wasser von einer Seite frei von jeglichen chemischen Mitteln sein soll, dann soll es basisch sein, aber auch reduktiv. Das Erste ist eigentlich selbstverständlich, für die meisten mindestens, aber vielleicht doch nicht so selbstverständlich. Was machen Gifte im Körper? Vielleicht erläutern wir das. Was ist die langzeitige Wirkung, wenn der Körper zwar mit geringen Mengen an Giften, aber dennoch dauerhaft belastet ist? Ja, das ist in der Tat eine hochspannende Frage. Und leider, wie Sie richtig sagen, das sollte bekannt sein, aber alles Mögliche ist heutzutage bekannt, aber die gesunde Lebensführung ist für viele noch immer ein Fremdwort. Mhm. Also in der Tat, es ist so, wir brauchen eben Basizität oder Alkalinität, also Säure-Basen-Haushalt. Da hat ja schon vor 30 Jahren der Amerikaner Robert Young sehr viel darüber geschrieben. Das, man höre und staune, selbst in schulmedizinischen Kreisen hat das inzwischen sogar Anklang gefunden. Also wir müssen schauen, dass der ganze Körper möglichst basisch wird, damit wir überhaupt gesund werden können. Das ist ein ganz wichtiger Parameter. Und was ich halt wiederentdecken durfte, ganz bewusst gesagt, weil das ist uraltes ärztliches Wissen, es gibt zwei Parameter, die für das Körpermilieu verantwortlich sind. Das eine ist eben der pH-Wert. Und das andere, noch wichtiger eigentlich, das sogenannte Redoxpotenzial. Das ist halt nur deswegen ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil man es nicht mehr in der Schule lernt sozusagen. Also das Redoxpotenzial, das ist die Zahl der Elektronen. Und die Elektronen, das sind die Lebensträger. Nicht viele haben schon gehört von den Mitochondrien, die Atmungskette und solche Dinge. Also alles, was mit dem Energiehaushalt zu tun hat, das hat mit den Elektronen zu tun. Und die müssen wir auch in den Körper bekommen. Und das ist ein heikles Thema. Also erstens mal, die denaturierte Nahrung ist nicht vorteilhaft. Dadurch verschwinden die Elektronen, dadurch verschwinden die Biophotonen. Also Biophotonen und Elektronen, das sind zwei Seiten derselben Medaille, kann man sagen. Und deswegen geht auch die Gesundheit vor die Hunde, weil der ganze Energiehaushalt in die Knie geht. Also man kann sagen, Allergien, Müdigkeitssyndrom, Schmerzen, Depressivität. Das sind so die vier Leitsymptome, die eigentlich dafür einen Hinweis geben, oh weh, da stimmt etwas mit dem Elektronenhaushalt nicht. Und das ist eben dieses Redoxpotenzial und das sollte man in irgendeiner Form eben reparieren. Der naheliegende Ansatz ist natürlich die Ernährung, Rohkost, nicht roh macht froh, lautet der alte Spruch, mit Rohkost, barfuß laufen, was die Kinder machen. Die Erde ist ja ein riesiger Kugelkondensator, hat unzählige negativ geladene Elektronen, die fließen dann eben in den Körper ein. Hat ja jeder von uns schon mal erlebt, wenn wir am Meeresstrand barfuß rumlaufen, dann fühlt man sich erquickt hinterher. Mhm. Das wäre also der Punkt. Oder eben, man kann es in der Tat, und wie Sie richtig sagen, hier in einem eigenen Kapitel mit sehr vielen Bildern habe ich das auch nochmal unterlegt, man kann das eben auch dann durch eine Elektrolyse des Wassers machen. Und Sie haben ja gesagt, dass, was machen eben die Fremdstoffe? Die sollten natürlich durch einen Vorfilter eliminiert werden. Also es bringt wenig, jetzt nur das Wasser zu ionisieren. Es wäre also wichtig, dass erstmal die ganzen Schmutzstoffe, und wir haben ja etwa 150.000 verschiedene chemische Stoffe, die in den letzten Jahrzehnten in die Umwelt eingetragen worden sind, die müssen weg. Sonst werden alle Enzymketten, das sind ja ganz komplexe, habe ich hier auch an anderen Kapiteln dargestellt, es sind komplexe Kaskaden, metabolische Kaskaden, die werden alle durch diese
Vergiftung, durch die Umweltvergiftung eben behindert. Also insofern beide Komponenten, wie Sie richtig jetzt erwähnt haben. Wir brauchen einmal den pH-Wert, den müssen wir alkalisieren in irgendeiner Form. Basische Lebensmittel, also alles, was tierische Produkte angeht, ist nicht ganz unproblematisch. Das übersäuert erheblich. Eben die ganzen Grünzeugs, alles, was mit Chlorophyll zu tun hat, wäre eben sinnvoll. Und der zweite Parameter eben, wie gesagt, die Redoxpotential, also sprich die Elektronenverteilung. Das ist dieses Bildchen, vielleicht kann man das nachher einblenden. Wir haben auf der Horizontalen den pH-Wert, also wie gesagt schon seit 20, 30 Jahren im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. Aber wichtiger noch hier auf der Senkrechten, das sogenannte Redoxpotential. Mangel an Elektronen bedeutet eben oxidativer Stress, das ist eben ein hohes Redoxpotential und wir müssen nach unten geführt werden. Kurzum, wir müssen in diesen grünen Bereich kommen, nur in diesem sogenannten reduktiv-basischen Bereich. Nur da ist möglich tatsächlich eine dauerhafte Gesundheit. Hat das mit der Zellenversorgung was zu tun? Weil eine Zelle hat auch bestimmte Spannung. Einige Stoffe kommen dadurch rein, andere nicht. Wenn sie umschwenkt, dann ist das ganz was anderes. Dann spielt das hier eine entscheidende Rolle. Genau, also das sind ja die alten hermetischen Gesetze, nicht wie oben so unten, wie außen so innen, wie im Großen so im Kleinen. Also was für den Menschen insgesamt gilt oder auch für die Tiere insgesamt gilt, gilt natürlich für jede einzelne Zelle. Jede einzelne Zelle ist sozusagen ein kleiner Mikroorganismus und da sind genau dieselben Bedingungen, nicht? pH-Wert der Zelle sollte auch basisch sein, dann eben die Redoxpotenziale, sprich die Elektronenfülle. Je mehr Elektronen in einer Zelle verfügbar sind, umso besser funktionieren alle metabolischen Prozesse und auch alle energetischen Prozesse. Also das ist genau wie im Kleinen, so im Großen. Absolut. Vermute ich richtig, wenn die Zelle nicht mit der Elektrizität richtig versorgt ist, dann kippt sie um und wird zur Krebszelle? Ja, das ist der Endpunkt. Ja, also, ja und nein. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier gesund sind und plötzlich macht es Bums und wir haben Krebs, sondern das ist ein Kontinuum und das wissen wir ja alle. Die ganzen Krebsentwicklungen, das läuft über Jahre, meistens Jahrzehnte. Also da sieht man auch die Gnade Gottes letztendlich, wie viel Blödsinn wir machen dürfen. Wir dürfen erstmal die ersten 30 Jahre nur essbaren Müll essen und sind immer noch einigermaßen gesund. Ja. Und Sie sagen, die beste Wasseraufbereitung besteht aus einem mehrstufigen System. Also einmal die Gifte wegnehmen, dann diese basische Komponente und diese Redox-Komponente erstellen. Ist das richtig? Absolut, genau wie es ja hier ist. Irgendwo habe ich ja eben das Bild gehabt. Also wir haben hier den Vorfilter, der einfach das Wasser chemisch sauber macht. Und dann kommt eben, das ist dieses Bild hier, dann kommt eben dieser Ionisationsbereich. Das haben wir ja alle in der Schule gemacht. Es gibt eine Kathode, eine Anode. Und dann eben dementsprechend gehen dann die nützlichen Stoffe eben hier zur Kathode, die schädlichen zur Anode. Und die werden dann getrennt. Wir haben also einmal das Trinkwasser, was wirklich die beste Qualität hat. Und dann dementsprechend das saure Wasser, was aber auch sehr wertvoll ist, zum Beispiel für die Pflanzen. Mhm. Die Pflanzen freuen sich. Also man sieht, wie das genial die Natur gemacht hat. Es gibt gar keine Abfälle, sondern was für uns Menschen ein Abfall erscheint, ist für die Pflanze eine wahre Festlichkeit, ein Festschmaus sozusagen. Ja, genau. Dann gibt es unterschiedliche Systeme auf dem Markt, zum Beispiel Destillationsgeräte oder Unkerosmosegeräte, und die machen das Wasser sauer und ist nicht mit Elektronenreichtum versehen, sondern da ist der ORP-Wert im oxidativen Bereich. Ganz genau. Das bedeutet, das wäre nicht zu empfehlen. Ja, absolut richtig. Also dieser ORP-Wert, das ist eben das, was jetzt neu dazugekommen ist, gegenüber diesen anderen Wasseraufbereitungen, von denen Sie eben gesprochen haben. Das ist eben hier. Wir haben also, wir sollten, wenn möglich, in den negativen Bereich kommen. Also zum Beispiel Rotwein, also wenn wir diesen ORP, Oxidation, Reduktionspotenzial angucken, dann haben wir vielleicht bei plus 100, nicht, wenn Sie andere Dinge, man darf ja keine Namen nennen, angucken, dann haben die einen viel höheren und viel ungesünderen und sozusagen einen Elektronenräuber-Effekt. Und also eben zum Beispiel, wenn Sie Volvic gucken oder ähnliche Wässer, also überhaupt alle diese Wässer sind schon mal ganz gut, aber der absolute Kink, weil wir wirklich ins negative Redoxpotenzial hineinkommen, das schaffen Sie nur, indem wir da diese elektrolytische Behandlung des Wassers machen. Also wie gesagt, hier, das ist dieses Bild, vielleicht kann man das nachher dann einblenden. Ja, das machen wir gerne. Dann sagen Sie, die Übersäuerung des Körpers ist die Hauptursache für jegliche Krankheiten.
Ja, das ist das, was eben der Robert Young vor 30 Jahren schon herausbekommen hat. Mhm. Und inzwischen gibt es ja unzählige wissenschaftliche Studien zu diesem Thema. Wenn wir auf unseren Körper nicht achten, und da kommen wir auch zur geistig-seelischen Dimension, nicht? Ich bin sauer. Wenn ich sage, ich bin sauer, weil ich halt dauernd Stress mit allen habe, Sie kennen ja die berühmte Geschichte, nicht? Ich zeige, das sind ja alles Idioten, nur ich bin gut, nicht? Ein Finger zeigt dahin, aber die drei anderen eben zu mir. Gefährlich, gefährlich. Also wenn die Leute zu sauer sind, weil sie überall mit allen im Streit liegen, dann wird es gefährlich, weil wir dann natürlich auch auf körperlicher Ebene Säuren erzeugen. Und das ist der Grund, viele, also gerade jetzt am Wochenende hatte ich wieder einige Patienten, das war dramatisch, Krebspatienten, die nehmen Esslöffelweise, also ja, vielleicht ganz kurz, um den pH-Wert zu alkalisieren, kann man ja das gute alte Basenpulver, gibt es ja mindestens 10, 20 verschiedene Basenpulver, alle so ähnlich wie Natriumhydrogencarbonat, nehmen. Und die müssen esslöffelweise eben entsäuern. Das ist wirklich fürchterlich. Früher waren das Teelöffel. Heute sind immer mehr Menschen in einer Situation, wo sie esslöffelweise entsäuern. Aber das wirkt halt alles nicht so richtig. Man muss schauen, dass man das verstetigt, dass man regelmäßig zum Beispiel gesundes Wasser, das ist das Nummer eins, gesunde alkalische Wässer nimmt. Das bedeutet, wenn ich dieses Basenpulver kaufe, da steht auf der Verpackung, vermischen Sie das mit Leitungswasser. Und dann sind wir schon gleich bei dem Problem mit dem Leitungswasser. Ja, erstens das und zweitens, das ist mal hochspannend, viele erzählen mir das auch, die nehmen dann das Natriumbicarbonat, und das schmeckt ja ein bisschen widerlich, so nach Seife, dann nehmen die das mit Zitronenwasser. Jetzt haben sie natürlich das Zitronenwasser neutralisiert, aber nicht im Körper. Also eigentlich ja. Traurig, wie es in der Bibel heißt, mein Volk stirbt aus mangelnder Erkenntnis sozusagen. Ja. Gut, Herr Dr. Probst, Sie sagten, alle Krankheiten haben die Ursache in der Übersäuerung, aber das zeigen sie sich sehr unterschiedlich bei einem Menschen. Woran liegt es? Warum zeigt sich das bei einer Person so und bei einer anderen auf andere Art und Weise? Also das kann man sich ganz leicht vorstellen. Sie kennen ja alle ein Waschbecken, nicht? Wenn da oben kommt das Wasser rein, unten kommt es wieder über den Abfluss raus. Und im Grunde genommen sind wir Menschen nichts anderes als so eine Art Waschbecken. Oder hier habe ich das irgendwo in einem Bild auch dargestellt. Hier haben wir es wie so eine Art Mülleimer oder so ein Fass. Also die persönliche Geschichte, Amalgam, Darmsanierung und so weiter und so weiter. Und irgendwann läuft die Klärgrube voll und schließlich läuft sie über. Und das ist nun wirklich fundamental wichtig, dass man das versteht. Das Überlaufen der Klärgrube Mensch, das nennen wir Krankheit. Mhm. Das wird zwar umdefiniert, kann man sagen, von der Medizin, eben in tausend verschiedene Symptome und Syndrome und Krankheiten. Aber in Tat und Wahrheit gibt es nur eine einzige Krankheit und das ist eben ein überlaufender Klärgrube Mensch. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist auch völlig klar, wir kommen ja nicht jungfräulich auf die Welt, sondern wenn Sie sich vorstellen, das Waschbecken ist schon halb voll, dann haben Sie halt viele Erbgifte von den Eltern. Übrigens auch hochspannend, wenn Sie im zweiten Buch Mose mal gucken, Kapitel 20, da stehen die 10 Gebote und da heißt es gleich zu Beginn, Gott straft die Menschen bis ins dritte oder vierte Glied. Das heißt also, es ist nicht so, dass wir jungfräulich auf die Welt kommen und fangen von null an, sondern wir haben von unseren Eltern schon die Erbgifte mitbekommen und die müssen auch verbrannt werden. Das ist ja der Witz von den ganzen Kinderkrankheiten. Da kommen wir in die Impfproblematik rein, aber eine andere Geschichte. Dass wir erkennen, okay, wenn jetzt also ein Kind, und das kann man ja sehr schön gerade bei Krebs angucken, wenn ein Kind jetzt schon erkrankt wird, zum Beispiel mit Krebs, dann wissen wir, das hat eine ganz schlechte Ausstattung von den Eltern und von den Voreltern, Großeltern bis ins vierte Glied mitbekommen. Und deswegen, das kennen wir ja alle, nicht vor 50 Jahren, als ich Medizin studiert hatte, da war das eine Sensation. Da haben alle getuschelt, da oben auf Station 3, da ist ein älterer Herr mit 70, der hat schon Krebs. Das war sensationell. Heute gibt es Kinderkrebskliniken. Es gibt ja sogar eine Gesellschaft für intrauterine Chirurgie. Da haben die Kinder schon im Mutterleib Krebs. Und dann wird, da muss man sich mal überlegen, wo wir leben, ja. Dann werden die Kinder operiert und auf den Kongressen wird dann darüber diskutiert, wie kann man das Kind operieren, ohne dass die Frucht abgeht. Ja, bin ich nicht toll? Ja, verstehen Sie, ja, das, die hat dann schon mal toll. Die Frage zu stellen. Das ist definitiv toll. Ist das nicht komisch? Ja. Also früher war Krebs eine typische alte Leute-Erkrankung und heute werden die immer jünger. Und das hängt genau damit zusammen, dass wir immer mehr durch die Umweltbelastung und auch durch die unzuträgliche Ernährung und eben auch der allgemeine Stresspegel steigt an, alles muss schneller, höher, weitergehen.
Das ist für unsere Gesundheit ein Gift, absolutes Gift. Das bedeutet, ein Teil von diesen Giften kriegen wir in die Wiege gelegt durch diese genetische Vorprogrammierung und der Rest holen wir uns selber durch so die ist es. Ganz Art absolut. Und Weise, die, ja. die wir leben. Ja? Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen zu Redoxpotenzial zurückkommen, weil das scheint mir eine unheimlich wichtige Größe in dem Wasser zu sein. Verstehe ich das richtig, dass habe ich Mangel an Elektronen, dann fängt der Körper degenerativ zu arbeiten? Ganz genau, absolut. Das ist ja auch hier eben sehr schön. Habe ich das, glaube ich, ja in einem Bild dargestellt. Ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Das ist eben genau diese Elektronenkaskade, wie dann eben die Elektronen, das sind so die Triebfedern des ganzen Organismus, uns die Energie geben, Lebensmut geben, all diese Dinge. Und das ist eben durch die allgemeine Vergiftung, wird das immer mehr gesenkt, das Redoxpotenzial. Und je tiefer es sinkt, umso umso energieärmer wird der Mensch letztendlich. Mhm. Gut, das bedeutet wiederum, füge ich dem Körper jetzt einen Elektronenüberschuss, dann kehre ich dieses ganze Vorgang um oder was läuft im Körper, wenn man das so macht? Genau, also es wird das Elektronenpotenzial angehoben. Also jede Zelle hat ja ein Oberflächenpotenzial, allgemein minus 75 Millivolt und die Spannung geht dann immer mehr zurück, um nochmal auf Ihre Frage von vorhin zu gehen. Das wird dann bei 50, da kommen die ersten degenerativen Erscheinungen, meistens alle. Allergie ist ein absolutes Schrittmacher-Syndrom. Oh weh, jetzt bist du auf der absteigenden Schiene angekommen. Und dann kommt als nächstes die Schmerzen. Nicht? Jeder Mensch ab dem 40. muss irgendein Zipperlein haben. Das sind die allgemeinen Fehlinformationen, die ein Hinweis und der Beweis sind dafür, dass das Elektronenpotenzial zusammengebrochen ist, dass das Redoxpotenzial nicht mehr richtig ist. Mhm. Okay, das bedeutet... Wäre das richtig zu interpretieren, habe ich zum Beispiel ein Wasser mit dem Redoxpotenzial im Minusbereich, dann ist das antioxidativ, könnte man das absolut. Auch so sagen. Ja, genau, so ist es. Also das muss man nochmal vielleicht ganz kurz sagen. Gerade weil wir das heute nicht mehr lernen mit dem oxidativ, antioxidativ, deswegen hat man ja heute andere Begriffe. Vielleicht schauen wir es mal in dem Buch an, da ist es noch etwas besser erklärt. Dass man einfach nochmal nicht... Also hier, hohes Redoxpotenzial ist schlecht, niedriges Redoxpotenzial ist gut, das bedeutet Elektronenreichtum, hier oben Elektronenmangel und weil das niemand mehr richtig versteht, das hat aber jeder von unseren Zuschauern schon mal gehört, nämlich der sogenannte oxidative Stress. Oxidativer Stress bedeutet gesundheitsschädliche Dinge, die einfach das Redoxpotenzial kaputt machen und dann haben wir schon die abschüssige Bahn erreicht. Ja. Das bedeutet, habe ich die Chance, eben dadurch, dass ich dem Körper ständig ein Wasser hinzufüge mit dem negativen Redox, also mit dem Redoxpotenzial in dem Minusbereich, dann kann ich langsam den Körper wieder auf Trab bringen. Ganz genau. Das ist genau der Effekt. Und da ist eben diese Langzeitwirkung von Bedeutung. Also, und vieles kann man, also viele Ernährungssünden kann man damit eben neutralisieren, zum Glück. Ja, Sie sprechen auch über ungesundes Körpermilieu. Das bedeutet, füge ich dem Körper dieses ionisierte Wasser mit dem Redoxwert im Minusbereich, dann wird sich dieses Körpermilieu auch regenerieren. So ist es, genau. Also das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht. Wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr und automatisch wird es besser. Genau, das ist das, was ich entdecken durfte und in 40 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit immer und immer wieder, und zwar gesetzmäßig, beobachten konnte. Ja gut, wenn man auf Ihre Dr. Probst-Methode umsteigt, dann kann man das nicht mehr kriegen. Aber viele kennen das nicht. Übrigens, wir blenden jetzt einen Link zu der Webseite von Dr. Probst. Schauen Sie sich bitte das an. Hochinteressant, wenn Sie tatsächlich, wie wir beide, mindestens 65 und vital bleiben wollen, gucken Sie bitte, wie das geht. Da finden Sie die Beschreibung, wie das am besten läuft. Gut, noch einmal zurück. Das bedeutet, ich muss dauerhaft bleiben bei einem Wasser, was dieses Minus, also die Ladungsträger hat. Und dann fängt es alles richtig zu funktionieren. Und in dem Moment wurde ich
verzichten auf die Basenpulver, weil der wahrscheinlich Magensäure angreift. Ist das richtig? So kann man das nicht sagen. Natürlich, wenn ich Basenpulver nehme, dann wird das über den Magen eben entsäuernd in den Stoffwechsel eingreifen. Aber innerhalb von wenigen Minuten kommt es dann zur Umverteilung. Die Basizität muss ja in den Körper kommen. Ja. Aber zu Beginn absolut, da habe ich natürlich eine Neutralisierung der Magensäure. Deswegen sollte man diese Basenpulver immer auf nüchternen Magen nehmen. Ja. Denn sonst, wenn ich dann gleich noch einen Schweinshaxen esse hinterher, dann liegt er erstmal 10 Stunden da und das ist also nicht ganz optimal natürlich. Okay, es gibt einige Leute, die sich Spezialisten nennen und die sagen eben, zu basisch ist für den Körper ungesund. Können Sie das bestätigen? Also das ist eine hochspannende Sache, da darf ich Schleichwirkung machen für meine Seminare. Da habe ich sehr viel anhand der wissenschaftlichen Primärliteratur bewiesen, dass zum Beispiel diese Sachen, das wurde ja jahrelang gegen das Natron zum Beispiel angebracht, die Argumentation, das würde dann die Magensäure kaputt machen und so weiter. Inzwischen hat die Firma Ciber Geigy selber Natrium-Tabletten, also diese praktisch Natrium-Bicarbonat-Tabletten auf den Markt gebracht und hat sogar gezeigt, es schädigt nicht nur nicht den Darm und den Magen, sondern es hat eine lebensverlängernde Wirkung und ist vor allem nierenschützend. Also selbst Niereninsuffizienzpatienten, die dialysepflichtig wären, kann man noch 10 bis 20 Jahre ohne Dialyse durchbringen. Also ein hochspannendes Universalmittel. Und auch da wieder, also es empfiehlt sich einfach mal nachzugucken, was sind denn so uralte Therapieprinzipien. Und da ist einfach so, dass zum Beispiel Natron in Menschengedenken auf der ganzen Welt bekannt war, als Universalmittel. Ja. Mhm. Warum ist das jetzt in der Neuzeit eben so stark angegriffen worden? Ja klar, ich möchte ja meinen Chemiemüll loswerden. Mhm. Und jetzt, seitdem eben die Chemieindustrie selber das entdecken durfte, plötzlich gibt es Studien, die, also die das bestätigen. Also was, voll rehabilitiert das Natron. Was unsere Omas schon längst wussten. Ja, genau. Gut, jetzt wäre eine spannende Frage, wenn ich übersäuert bin, kann es sein, dass ich das gar nicht merke. Wie kann ich das feststellen? Doch, das stellen die Leute fest. Wie gesagt, Allergien, Schmerzen, Müdigkeitssyndrom, Depression. Das wären so die 4 Leitsymptome. Wenn Sie überlegen, 70% der deutschen Frauen nehmen Antidepressiva. Ja. Das typische Zeichen, natürlich, die ganzen Organe ist sowieso eine Kette und das Glied mit dem schwächsten Widerstand gibt nach. Und wenn halt eben das im Nervensystem ist und bei den Frauen ist es eben häufig der Fall, dann müssen sie halt eben mit der Antidepressiva oder sowas dagegen regulieren. Ist aber nicht die feine Art. Viel sinnvoller wäre, ursächlich, kausal, das Körpermilieu wirklich wieder hierher zu stellen. Und das bedeutet, um es nochmal zu wiederholen, der grüne Bereich, reduktiv basisch. Also wir brauchen wenig Protonen, pH-Wert, ein hoher pH-Wert, und wir brauchen viele Elektronen, also ein niedriges Redoxpotenzial. Das wäre die Losung zur Erlösung. Herr Dr. Probst, Sie sagen auch in Ihrem Buch, dass bei der Ionisierung Wasserstoffionen entstehen. Die sollten eben für dieses Redox potenziell zuständig sein. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig, absolut. Also es geht jetzt hier darum, das Redoxpotenzial zu senken. Eine ganz bekannte Methode, das kennen alle von unseren Zuschauern, ist das Vitamin C. Ist ein echtes Universalheilmittel. Und auch bei Krebs gibt man ja heute hochdosiert Vitamin C-Infusionen, eine fantastische Methode, um da eben Elektronen ins System zu bringen. Wir müssen Elektronen in den Organismus reinbekommen. Wie wir die bekommen? Durch Barfußlaufen, was uns da die Kinder vormachen zum Beispiel. Deswegen haben die ja, die kommen abends um 8 Uhr zum Abendessen und haben noch gar keinen Appetit. Die sind ja aufgeladen mit Energie, brauchen gar nicht zu essen. Und das machen wir mit dem Vitamin C. Aber jetzt gucken wir uns das Molekulargewicht an. Das Molekulargewicht von Vitamin C ist 176. Wasserstoff hat ein Molekulargewicht von 1. Also Wasserstoff ist 176 Mal wirksamer als Elektronendonator, bezogen auf das Gewicht, als Vitamin C. Der stärkste Elektronendonator wäre der Wasserstoff. Das bedeutet, ionisiertes Wasser ist in der antioxidativen Wirkung weit stärker als Vitamin C. Weit, 176 Mal stärker. Genau. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, die mir immer wieder durch den Kopf geht, wenn der Körper schon degenerativ ist, gibt es irgendwo eine Stelle, wo es zu weit ist, wo kein Umkehr möglich ist? Oder gibt es so eine Stelle nicht? Natürlich. Also wenn die Frage sein sollte,
kann ich zu viel negativ geladenes Wasser nehmen, das ist nee. Geld. Also ja. Wenn Sie eine Million haben, eine zweite wird Ihnen auch nicht gerade unangenehm sein. Ja? Also dieser Teil kann man sagen. Aber Sie haben natürlich recht. Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, wir haben also hier ist Gesundheit und dann kommen tausenderlei Krankheiten und irgendwann kommt dann der sogenannte biologische Schnitt. Mhm. Dann wird das Ganze unumkehrbar, zum Beispiel Krebs. Mhm. Und dann irgendwann ist der Tod am Ende. Das heißt also, aber das merken die Leute und zum Glück ist die Gnade Gottes so überreichlich, so überschwänglich. Die merken das vorher schon, haben Müdigkeit, Schlaflosigkeit zum Beispiel, auch ein ganz wichtiges Leitsymptom. Schlaflosigkeit bedeutet eben auch auf seelischer Ebene, nicht? Viele, die leben einfach in einem absoluten Ungleichgewicht und mit der Schwiegermutter und mit wem da alles so ärgerliche Dinge da sein sollten. Und unsere Unehrlichkeit mit uns selber zum Beispiel führt auch zu sehr vielen Krankheiten. Denn das ist ein richtiger Elektronenräuber. Also seelischer Stress ist absolut ein Problem. Aber wie gesagt, das merken die Leute viele Jahre vorher schon, dass etwas nicht stimmt. Und das ist ja eigentlich auch das Traurige, dass die Medizin, die normale Schulmedizin, die Leute nicht zu den wahren Ursachen hinführt und verweist, sondern da wird halt irgendwas zugeklebt. Nehmen Sie ein Antidepressivum, nehmen Sie ein Schmerzmittel. Und da ist es Zeit, dass wir wirklich aufwachen und endlich anfangen, selber die eigene Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Mhm. Und dafür dient dann zum Beispiel so ein Wasser, was uns einfach so von der Basisversorgung her mit Elektronen versorgt, mit Basizität versorgt. Und das ist wie so eine Art, wie so ein Mantra im Geistig-Seelischen. Nicht? Mhm. Die haben ja auch immer wieder, da, wenn Sie dabei diese buddhistischen Mönche angucken. Und so könnte ich mir das Wasser vorstellen. Das ist einfach wie so ein Anker, jeden Tag neu. Halleluja, jetzt bin ich hier auch in der richtigen Schule angekommen sozusagen. Okay, es gibt unterschiedliche Geräte auf dem Markt. Es gibt auch sogenannte Wasserstoffgeneratoren, die nur dieses Wasserstoff erzeugen. Es gibt sogar Tabletten, mit denen man Wasserstoff erzeugen kann. Und auf der anderen Seite gibt es Wasserionisier. Da sind Welten dazwischen. Was sagen Sie zu den Tabletten? Das sind wahrscheinlich chemische Mittel. Ja, es wird alles funktionieren. Das ist so, wie wenn ich jetzt ein paar Mark spendiere, so als Almosen. Das ist nicht schlecht. Aber es wird Sie, wenn Sie wirklich jetzt richtige Schulden haben, nicht sehr viel weiterbringen. Ja. Und da muss man dann wirklich ins Eingemachte gehen. Und das geht eben nur mit Stromeinwirkung. Genau, das bedeutet, wenn ich eine Tablette nehme, die Wasserstoff erzeugt, dann kann das eigentlich nur aufgrund von chemischen Verbindungen laufen. Also das mag ja sein, aber wie gesagt, ist insgesamt auch die Intensität ist viel zu schwach. Das muss man feststellen. Ja. Und das Wasser wird nicht gereinigt. Das ist das, was Sie gesagt haben. Das ist natürlich das nächste Thema, genau. Gut. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, ich beziehe mich immer wieder auf das Kapitel aus diesem Buch von Dr. Probst, wo das letzte Kapitel dem Thema Wasser gewidmet ist. Und dort schreibt Dr. Probst, dass durch diesen Ionisierungsvorgang auch das Wasser zu kleinen Clustern kommt. Ja, das ist das nächste Problem, absolut richtig erkannt. Und zwar normalerweise... das sind diese sogenannte Wasserstoff-Ionen-Bindung, diese Van der Waalschen Kräfte, für die im Chemieunterricht aufgepasst haben, wissen das noch. Das bildet dann große Cluster. Das wäre genau dieses Bild hier. Und die sind natürlich nicht gut zellgängig. Die sind nicht zellgängig. Das heißt also, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir verstehen. Also wir haben Wasser, das kommt jetzt in den Körper rein, wird dann irgendwie assimiliert, aber das muss ja dann in die Zelle und in der Zelle dann seine Wirksamkeit erst entfalten. Und je größer diese Cluster sind, die sind manchmal bis zu 100 und mehr Wassermoleküle, also H2O, die dann eben 50, 100 und noch mehr Wassermoleküle, die sich zusammengefunden haben und die kommen gar nicht richtig in die Zelle. Mhm. Und das ist genau dann, dass wir die dann aufbrechen. Und das wäre genau zum Beispiel auch mit diesem Ionisator möglich. Mhm. Ja. Das bedeutet, diese Wasserklumpen, konnte ich sagen, passen in diese Aquaporine nicht rein. Ist genau, das sind diese Aquaporine, was ich hier dargestellt habe. Mhm. Und zwar, die müssen ja aufgenommen werden von der Zelle, die Wassermoleküle. Wenn das aber große Aggregate sind, mit vielleicht 20, 30 oder noch mehr Wassermolekülen, dann kommen die gar nicht durch die Zellwand durch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der leider viel zu sehr
vernachlässigt wird, weil halt kaum jemand sich damit mit diesem Thema ernsthaft beschäftigt. Das bedeutet, trinke ich jetzt dauerhaft ionisiertes Wasser, dann hydriere ich meinen Körper viel besser als mit Leitungswasser. Ja, und zwar mit verwertbarem Wasser. Also, das sind ganz wichtige Punkte, wenn das interessiert. Da gibt es einen Amerikaner, der über das EZ-Wasser da geschrieben hat, der Pollack. Der gibt es auch inzwischen in deutscher Sprache, der hat das sehr genau, das war seine Lebensaufgabe, das ganz genau auf wissenschaftlichem Niveau darzustellen und herauszuklamüsern, dass es sich hier nicht nur um eine Spekulation handelt, sondern tatsächlich um eine knallharte wissenschaftliche Realität. Da fällt mir ein, im Studium war das auch so, also ich habe das in meinem Newsletter auch genau beschrieben, diese Pollack'schen Ergebnisse. Im Studium, da habe ich mich dann unbeliebt gemacht bei dem Physiologieprofessor nicht. Sie wissen ja, wir haben das Herz, das pumpert das Blut durch die Gegend, aber die Blutgefäße verzweigen sich ja dann bis zu den Kapillaren und dann kommt doch das venöse Kapillarblut. Und eigentlich müssten wir da einen Herzmuskel haben, denn wie kommt denn das Wasser zurück? Verstehen Sie? Also hier pumpert das Arterielle. Aber hinterher, nach diesem Engpass, da habe ich ja Blutdruck null. Wie kann das Wasser zurück zum Herzen? Hat er auch nicht gewusst, war ich dann. Hat mich damals schwer beschäftigt. Aber inzwischen hat der Pollack herausgefunden, dieses extrazonale Wasser, dieses EZ-Wasser, wie er das genannt hat, das hat eine eigene motorische Kraft und aus den Kapillaren heraus wird dann ein Druck aufgebaut. Also hochspannend, man kann all die Fragen, die jahrzehntelang uns bewegt haben und die wir nicht gelöst bekommen haben, jetzt durch die moderne Wasserforschung, die da angestoßen worden ist, ganz präzise beantworten. Mhm. Also auch ein irgendwie vom Weltbild her außerordentlich befriedigender Ansatz. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass dieses Wasser alle Stoffe, die für den Körper wertvoll sind, besser in die Zellen trägt. Ja, genau. Ist das aufgrund der Spannung oder worauf? Ja, natürlich. Die Oberflächenspannung wird damit natürlich nach unten gesenkt. Aha. Und eben der Knalleffekt ist, diese Aggregate, von denen wir hier gesprochen haben, kann ja immer nur ein Schadstoffmolekül wegnehmen. Und wenn wir jetzt kleine solche H2O-Einheiten haben, können wir natürlich viel mehr an Schadstoffen binden und ausscheiden, als wenn wir so einen riesen Äumel haben. Genau, absolut. Wenn man sich unter Dunkelfeldmikroskop das Blutbild anschaut von einer kranken Person oder übersäuert, das ist nach Ihren Worten das Gleiche, dann kleben die roten Blutkörperchen aneinander. Fällt da die Spannung, diese Elektrizität? Ja, natürlich. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben also eine negative Oberflächenspannung von minus 75 Millivolt. So, und jetzt habe ich noch ein anderes rotes Blutkörperchen. Jetzt haben die ja beide eine negative Oberflächenspannung, also stoßen sie sich ab. Also wir haben im Dunkelfeldmikroskop die einzelnen roten Blutkörperchen schön voneinander getrennt, wie es sein soll. Wenn jetzt aber die Oberflächenspannung mehr und mehr zusammenbricht, sind natürlich die gegenseitigen Abstoßungskräfte geringer. Und dann kommt es zu dieser gefürchteten Geldrollenbildung. Und diese Geldrollenbildung, die bedeutet einfach, erstens mal, wir können keinen Sauerstoff richtig transportieren. Ist ja klar, die Oberfläche wird immer kleiner. Die bindende Oberfläche, um den Sauerstoff zu binden und zu transportieren, wird kleiner. Und das Zweite ist eben, ja, eigentlich das wäre der wichtigste Punkt schon. Wenn wir das haben, dann haben wir schon gewonnen. Aber das würde für mich als technisch orientierten Menschen bedeuten, wenn die roten Blutkörperchen aneinander kleben, dann ist das Blut nicht mehr richtig flüssig. Ja, das ist der nächste Punkt. Und das ist auch eine ganz spannende Beobachtung in den 40 Jahren, in denen ich das jetzt mache. Also es ist so, viele bekommen ja zum Beispiel Aspirin als Blutverdünner. Inzwischen gibt es ja noch andere angebliche Blutverdünner. Und wenn Sie deren Blut angucken von diesen Patienten, ist unglaublich, da verklumpen die roten Blutkörperchen. Das heißt also, der nimmt den Blutverdünner, weil das Blut ja, soll ja dünner werden, aber mit mathematischer Regelmäßigkeit haben die ein wahnsinnig verklumptes Blut. Das ist unglaublich. Also von morgens bis abends werden wir hinters Licht geführt, muss man leider sagen. Okay, das bedeutet, habe ich verklumptes Blut und eine Kapillare, die Sie heute genannt haben, hat 10 Mikrometer Durchmesser und ein rotes Blutkörperchen schon 7.
wenn die aneinander kleben, da kommen die gar nicht so richtig durch. Das ist ja das Problem. Die haben alle Durchblutungsstörungen, kalte Finger, kalte Ohrläppchen, kalte Zunge, kalte Nase, kalte Füße. Das ist genau das Leitsymptom eigentlich der allermeisten Menschen. Das bedeutet, bringe ich die Spannung jetzt in den Körper, dann fängt dieses Blut ganz einfach viel besser zu fließen und damit versorgt er den ganzen Körper viel besser mit Sauerstoff, aber auch mit allen Nährstoffen, richtig? So ist es, genau. Gut, dann und das ist das, was jeder Einzelne merkt. Also wir brauchen gar keine Wissenschaft, gar keine Labors, sondern Mensch, ich hatte immer kalte Finger, jetzt habe ich plötzlich warme Finger. Halleluja. So einfach ist die Welt. Herr Dr. Probst, Sie haben in Ihrem Buch über strukturiertes Wasser gesprochen. Ist das die Clustering, was darunter zu verstehen ist, oder sind das andere Komponenten, die zu diesem Begriff gehören? Also das ist jetzt eigentlich jetzt die Erweiterung von dem Professor Pollock, der da über das exzeptionale Wasser gesprochen hat. Also das normale Wasser ist H2O, also auf zwei Wasserstoff kommt ein Sauerstoff. Und dieses EZ-Wasser, was eine Art gelartige Struktur hat, also nicht das einfache flüssige Wasser darstellt, das ist H3O2, hat so einen hexagonalen Ring, so wie die Bienenwaben, genau dasselbe. Und das hat dann auch andere physikochemische Eigenschaften. Und die sind eben hilfreich, um die Stoffe in die, die Zelle reinzuführen. Gut, jetzt würde ich gerne noch einen Satz aus Ihrem Buch zitieren. Übrigens, es war für mich eine Freude, Ihre Bücher zu lesen. Habe ich richtig gesehen, dass Sie Physik studiert haben? Ja, ich bin Diplomphysiker und promovierter Physiker, ja. Perfekt, also das kann ich sehen, Dr. Probst. Also, wenn ich irgendwelche Bücher von anderen Mediziner lese, dann verstehe ich nur die Hälfte. Bei Ihnen habe ich alles verstanden. Und vor allem als technisch orientierter Mensch hat mich immer gefreut, dass Sie hier seitenweise Nachweise liefern. Ja. Also Sie haben anscheinend sich in die Datenbanken von wissenschaftlichen Ergebnissen reingearbeitet. Ich versuche jetzt gerade was zu finden. Hier ist ein Beispiel, aber da gibt es auch viele andere noch mehr. Und dann ist das richtig wissenschaftlich belegt. Ja, also das ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie heute Bücher lesen, jeder hat seine eigenen Erfahrungen und ich habe jetzt Krebs geheilt da in dem und dem Fall, das mag alles schön und gut sein, aber mich interessiert, was sagt die wissenschaftliche Primärliteratur, also nicht die Sekundär- oder Tertiärliteratur, sondern was ist der Stand der heutigen Wissenschaft? Und in der Tat, da kommen dann seitenweise natürlich die ganzen wissenschaftlichen Nachweise. Würde ich auch jedem empfehlen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Jeder Mensch auf der ganzen Welt kann umsonst in diese riesen Datenbanken hinein und kann da Abfragen machen. Also wenn jetzt Ihre Großmutter, was weiß ich, Alzheimer hat, das können Sie ganz genau feststellen, woher der kommt zum Beispiel. Das werden Sie nie in einer Zeitschrift finden, weil das würde ja die Leute flügge machen, mündig machen. Wo kommen wir denn hin? Wir brauchen die Spezialisten, aber eben nur aus dem Blickwinkel der Spezialisten als solcher. Meine Lebensaufgabe ist gewesen und sehe ich nach wie vor, deswegen 71 mit Verlaub gesagt, nicht 65, ist ja noch ein Jünger hier, und sehe ich einfach darin, den Menschen wieder den Schlüssel zu ihrer Gesundheit in die Hände zurückzugeben. Das ist das A und O. Gut, dann würde ich Sie bitten, jetzt den letzten Absatz aus Ihrem Buch in dem Kapitel über Wasser vorzulesen. Zusammenfassend bleibt die Erkenntnis, dass ein Wasserionisationsgerät inzwischen als ein absolutes Muss einer gesunden Lebensführung angesehen werden kann, unabhängig von allen anderen in diesem Buch dargestellten gesundheitsfördernden Maßnahmen. Das ist wie so ein Mosaik. Das ist nicht alles. Wasser ist nicht alles, natürlich. Aber die Ernährung sollte dazu auch gehören. Körperliche Bewegung. Wir haben ja zwei Beine. Das eine entspricht der Ernährung, das andere körperliche Bewegung. Ja, mit einem Bein läuft es sich nicht so gut. Das heißt, es sind mehrere Faktoren, auch die geistig-seelische Geschichte, was ich ja schon sagte, nicht? Wenn ich die ganzen Idioten angucke, wie war das nochmal? Ja, sehr verdächtig übrigens. Gerade die Bergpredigt würde ich da empfehlen, Matthäus Kapitel 5 bis 7. Da sagt Jesus ganz klar, wer zu seinem Nachbarn sagt, du Idiot, der soll dem ewigen, der ewigen Hölle, der Gehenna, verfallen sein. Kapitel 5, Matthäus 5, Kapitel 5, Vers 21 etwa. Nachgucken. Wie gesagt, also das sind alles einzelne Mosaiksteinchen, aber ein ganz wichtiges ist ohne Zweifel das Wasser. Wir bestehen ja auch zu 80% aus Wasser. Die Leute, die sterben, weil sie sich, sehen Sie ja bei den alten Mütterlein, da tun sie so eine Hautfalte machen, die bleibt stehen, die trinken zu wenig. Wir
wir verdursten innerlich. Das ist fürchterlich eigentlich. Gut, dass Sie das ansprechen, weil ich habe recht viele reife Menschen als Kunden. Und ich kann beobachten, dass diese reiferen Menschen ungern Leitungswasser trinken. Aber mein Wasser trinken sie gerne. Ja. Woran liegt das? Merken die Leute ja, das? Ja, der Körper, wir haben ja eine Seele, die spürt genau. Wir haben den inneren Arzt. Paracelsus hat das genannt, der innere Arzt. Und der innere Arzt, der spürt, was tut mir gut. Das normale Wasser, was ich jetzt hier trinke, das ist eigentlich lebensfeindlich. Das hat mit mir noch gar nichts zu tun. Das muss erst dann transmutiert werden, damit es dann absorbiert werden kann, in die Zelle hineingehen kann und so weiter. Dieses Wasser, was wir jetzt auch das Umkehrosmosewasser, aber nebenbei bemerkt, alleine schafft das nicht. Erst durch diesen elektrochemischen Transmutationsvorgang wird das Wasser überhaupt zellgängig. Mhm. Und deswegen rehydrieren die Leute wieder. Mhm. Und dann fühlen sie sich automatisch besser. Das wäre also für reife Menschen durchaus empfehlenswert. Das Optimum. Ja, Optimum, ja. Gut, herzlichen Dank, Dr. Probst. Liebe Zuschauer, wir blenden jetzt unten ein paar Links zu weiterführenden Informationen, was Dr. Probst an Veröffentlichungen bis jetzt gemacht hat, was er im Groben und Ganzen sagt. Dann wird das in dem Begleittext auch erscheinen. Schauen Sie sich bitte das an. Wir haben nur dieses Thema kurz angerissen, aber nicht zu Ende besprochen. Gucken Sie sich das bitte genauer an. Die Tür ist offen, Sie müssen den Raum nur betreten. Herzlichen Dank.